Herzlich willkommen zu Blackpin TV. Heute bereits zu unserer 5. Sendung und wir sind immer noch an der Hochschule in Aalen und wir sitzen selber mit Blackpin am Innovationszentrum in Aalen. Ja, heute haben wir ein ganz spannendes Thema, das habt ihr euch nämlich gewünscht, und zwar das ganze Thema Datenschutz, Sicherheit. Und dazu haben wir heute einen ganz besonderen Gast eingeladen. Wir haben nämlich heute zwei Datensicherheitsbeauftragte oder Datenexperten hier an Bord, nämlich wie immer Dr. Gerold Bläse, unser eigener Datenschutzsicherheitsbeauftragte und Leiter Sales. Und zu meiner Linken, genau, ich lese, also Roderich Hiesewetter, ich lese das mal vor, weil das ganz viel ist, Mitglied des Deutschen Bundestags, kann man sich nur merken, Wahlkreis Aalen-Heidenheim, wissen wir auch, kommt nämlich direkt um die Ecke, gar nicht weit weg von unserem Büro. Roderich Hiesewetter war schon zweimal bei uns zu Gast im Innovationszentrum und ist, glaube ich, zu Fuß gelaufen. Gell? Ja, und dann eben Außen- und Sicherheitspolitiker. Und das ist das Spannende heute. Also herzlich willkommen in unserer Sendung. Vielen Dank. Auch von mir herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass es geglückt ist, dass Sie heute bei uns sind. Eben, wir haben da so ein bisschen die gleiche Leidenschaft. Die Frau Jörg hat schon angekündigt, Leidenschaft ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber zumindest beschäftigen wir uns beide sehr mit Sicherheit. Sie, denke ich, noch mehr wie ich. Ich komme mehr aus der digitalen Welt, digitale Sicherheit, IT-Sicherheit, Datenschutz. Da wollen wir heute drüber reden. Ich glaube, ein ganz spannendes Thema. Ich glaube, eben auch ein dringliches Thema. Und ich glaube, auch ein Thema, wo wir wirklich auch breite Ansätze brauchen, um dort Besserung zu erzielen. Aber vorneweg, stellen Sie sich vielleicht doch selber kurz vor, was Sie derzeit umtreibt, was Sie bewegt, wie Sie zu dem Thema stehen. Ja, gerne. Als Außen- und Sicherheitspolitiker habe ich sehr viel mit Krisenregionen zu tun, insbesondere mit dem Maghreb, dem Nahen und Mittleren Osten, aber auch mit Russland, Ukraine und der ganzen Systemauseinandersetzung natürlich mit China. Dazu kommt, dass ich als Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums im Deutschen Bundestag mithelfe, die nachrichtendienstliche Kontrolle des Parlaments über die Nachrichtendienste zu ermöglichen. Und hierbei sind wir sehr eng eingebunden in die Gesamtsicherheitslage, in Einschätzungen. Aber mein persönliches Interesse ist aber, die Sicherheit unseres Landes mithelfen zu gewährleisten, gerade weil ich auch 27 Jahre bei der Bundeswehr war, bei der NATO und der EU 8 Jahre, um eben auch mitzuhelfen, dass Deutschland als Teil der Europäischen Union, als Teil der NATO und wichtiger Staat der Vereinten Nationen sicherheitsbewusster wird, sich deutlich klarer wird, dass unsere Wirtschaft nur funktioniert, wenn unsere Patente auch sicher bleiben und dass sich unsere Leute auch nur sicher fühlen, wenn, ich sag mal, die Datenbeziehungen stimmen und das, was erfunden und innoviert wird, auch tatsächlich unserem Land zugutekommt. Und das sind die Themen, mit denen ich mich so beschäftige. Spannend. Sie waren ja selber vor Ihrer Wahl in den Bundestag selbst unterwegs, in Afghanistan oder im Balkan oder weiß nicht, wo sonst noch. Und dort wurden ja physische Kriege geführt, das wissen wir alles noch damals aus den Medien. Aber was ist denn heute der Unterschied? Kann man das vergleichen? Läuft es eigentlich gleich ab, halt nur virtuell? Oder gibt es da ganz drastische Unterschiede? Ich glaube, die Zäsur war der 11. September, der ja nicht nur ein physischer Krieg des Terrorismus gegen die westliche Welt war, sondern auch sehr massiv im Internet geführt wurde. Und heute ist es so, dass beides, ich sag mal, fast gleichwertig ist. Der physische Krieg ist sicherlich ungeheuer aufwendig, ist politisch kaum mehr durchsetzbar. Das machen in der Regel Terrorregime oder private Kompanien im Auftrag, beispielsweise Moskaus, die Gruppe Wagner. Viel entscheidender ist die Verhinderung solcher Kriege, aber eben auch im Vorfeld die Vorbereitung im Cyberraum durch Desinformation, durch hybride Kriegsführung. Was meine ich damit? Beispielsweise, dass die Anwesenheit von NATO-Mitgliedern zum Schutz des Baltikums, also die Enhanced Forward Presence, dass die mit Falschinformationen belegt wird, dass deutsche Soldaten beispielsweise Friedhöfe schänden, was nicht stimmt, was aber ein ungeheurer Medienaufwand dann ist, der von russischer Seite erstmal betrieben wird und dann von unserer Seite wieder ausgeräumt werden muss. Und das zielt jetzt weniger auf unsere Soldaten als auf die Zivilbevölkerung Estlands, Lettlands und Litauens. Also die Drittwirkung auf die Gaststaaten beispielsweise bei Übungen und Einsätzen ist nicht zu unterschätzen. Und der dritte Aspekt ist schlichtweg, dass unsere Firmen
sich viel stärker wappnen müssen im Bereich von Cyberkriegen, Abschöpfen von Informationen. Das sind keine wahrgenommenen Kriege, es riecht nicht, es stinkt nicht, es explodiert nichts. Aber plötzlich werden mit irgendwelchen Honeypots oder mit irgendwelchen Würmern Informationen abgesaugt. Und dann ist plötzlich der Patentschutz weg oder aber die Firma hat eine ganz andere Sicherheitsarchitektur, die nicht mehr ihr gehört. Genau, ich denke auch, der Schaden ist ein anderer, weil in realen Kriegen kann man das wirklich bemessen und man hat dann Verletzte oder irgendwelche richtigen Gegenstände gehen kaputt, Häuser werden bombardiert. Ich kenne das selber, ich habe 7 Jahre in Israel gelebt und dann hat man Statistiken. Aber bei so einem Cyberkrieg, da ist es ganz schwer, die wirtschaftlichen Schäden sind so hoch oder auch die, die Manipulation, das Image, also die Schäden, die Image-Schäden, die entstehen, das kann man auch nicht in Zahlen fassen. Was Sie mit Image-Schaden ansprechen, da brauchen wir auch eine andere Sicherheitskultur bei uns, dass die Firmen quasi von sich aus die Schäden auch melden, die Erpressungen sichtbar werden lassen. Und hier muss auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik daran mitwirken, dass wir eine andere Sicherheitskultur bekommen. Und auch die Cybersicherheitsbeauftragten in den Firmen, gerade in den KMU, ihre Zielgruppe auch, dass ihnen bewusst ist, Verschweigen hilft nicht. Ja. Das ist ein wichtiges Stichwort. Ich bin jetzt eben selber sehr viel in KMUs unterwegs und tatsächlich ist die Frage, die spannende Frage, Sie haben es vorher angedeutet in Ihrem ersten Statement, wie kann man tatsächlich die Awareness verändern? Ich glaube, wir sehen das nicht nur nicht drastisch genug, sondern wir sehen es teilweise gar nicht. Also wie kriegt man tatsächlich die Dinge sichtbar gemacht? Und im Datenschutz gibt es so ein Slogan von Datenschutzbeauftragten, die sagen, das Unsichtbare sichtbar machen ist eigentlich das so ein Kernelement im Datenschutz, im Schutz des Persönlichkeitsrechts. Was wären denn aus Ihrer Sicht so gängige Ansätze, beziehungsweise wo arbeitet denn eben auch die Bundesregierung daran, das Ganze, sagen wir, auf ein anderes Niveau ist falsch, aber oder nicht ausreichend, in eine andere Richtung zu lenken. Ich möchte Ihren Gedanken aufgreifen von sichtbar machen. Wir müssen da noch einen Schritt weiter gehen. Wir müssen das als das neue Normale akzeptieren. Dass also der Alltag von Cyberangriffen beherrscht wird. Das ist jetzt hier nicht Paranoia, sondern dass wir einfach akzeptieren, es existiert, es ist da und es ist vielfach nicht spürbar. Das heißt, die Awareness auch dadurch zu verbessern, dass wir im Rahmen von Weiterbildungen, von Best Practice, aber eben auch von gesetzlichen Vorkehrungen hier mithelfen. Was die Bundesregierung hier machen muss, wir haben zwar viel gemacht, aber ist, dass das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik noch enger mit den Nachrichtendiensten zusammenarbeiten darf, dass die Nachrichtendienste auch stärker Thema Online-Durchsuchungen bei verdächtigen Gruppen aktiv werden darf. Und dass wir uns bewusst sind, vieles lässt sich aus Deutschland heraus nicht steuern, weil die Server ganz woanders stehen. Deswegen kommt es auch auf eine sehr gute Kooperation der Nachrichtendienste von Partnerstaaten, befreundeter Staaten an, dass wir hier uns gegenseitig helfen. Das wären so 3 Maßnahmen. Generell Thema Digitalisierung, kommen wir vielleicht nachher noch drauf, arbeiten wir an einem neuen Ministerium, das querschnittlich Digitalisierung und Transformation als Dienstleistungsministerium für die Bundesländer und die anderen Ressorts entwickeln muss. Und deshalb auch, ich glaube, unabhängig von welcher Regierung im kommenden Jahr seine Arbeit aufnehmen wird. Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube eben, man muss auch darüber nachdenken. Die Datenethikkommission beispielsweise hat jetzt im Datenschutz wirklich ein tolles Gutachten vorgelegt. Und da wird schon deutlich auch herausgearbeitet, dass man die Dinge nicht verhindern kann. Man muss lernen, damit umzugehen. Und es geht gar nicht nur so sehr um Daten zu schützen, sondern zu regulieren, wie die Daten verwendet werden dürfen und was passiert, wenn sie einfach fälschlicherweise verwendet werden. Also tatsächlich schon mit gesetzlichen Regularien und Bestrafung und so weiter. Und ich glaube wirklich mittlerweile, wir brauchen auch so ein bisschen Anstoß für eine neue digitale Aufklärung. Also ich vergleiche das wirklich wie die Aufklärung, die es ja bei uns auch mal gegeben hat, was unser Land, glaube ich, ganz gut gemacht hat. Deswegen sind wir auch wirtschaftlich und sehr, sehr gut gestellt. Und ich glaube tatsächlich, man muss mehr über den Sinn kommen. Die Menschen müssen das nicht nur machen müssen, sondern sie müssen das machen wollen. Also die Herr Dr. Bleser, da brauchen wir auch einen ganz anderen Ansatz in den Schulen. Genau. Wir haben viele Lehrkräfte, die tolle Arbeit leisten, teilweise über Jahrzehnte, die aber auch für sich begreifen müssen, dass sie sich weiterbilden.
Und es muss auch von den Kultusministerien, wir haben ja leider keine Bundeshoheit über die Kultusfragen, das bedauere ich sehr aus verschiedenen Gründen, aber es muss von den Kultusministerien auch eine Erwartungshaltung in die Schulen kommen, dass der Wille zur Weiterbildung da ist und es müssen natürlich Anreize geschaffen werden, dass auch eine 60-Jährige oder ein 55-Jähriger willens ist, noch einmal hier neu ranzugehen. Und auch anders, dass wir junge Fachleute schneller Lehrer werden lassen in diesen Bereichen, Digitalexperten und Expertinnen an den Schulen, die eben nicht in Anführungsstrichen unbedingt noch das zweite Staatsexamen brauchen, weil sie einfach top in ihrem Bereich sind, müssen wir diese starren Laufbahnmodelle, die wir haben, durchbrechen, um super Expertinnen und Experten frühzeitig in die Schulen zu bringen, die das als Karrierebaustein 2-3 Jahre einbauen, um dann sich weiterzuentwickeln. Aber ich glaube, diese Art von Innovationstreibern brauchen wir, weil wir sind zu stark reguliert, zu sehr in Stovepipes. Absolut, ja. Sehe ich auch. Es ist auch eine Naivität da in der Frage, wie gehen wir mit bestimmten Zulieferern um. Klar kann man Huawei oder ZTE nicht von vornherein ausschließen, wie es Tschechien macht oder einige andere Länder, weil einfach in der internationalen Wirtschaft große Vernetzungen sind. Aber wir müssen Kernbereiche definieren, wo Devices von denen nichts zu suchen haben. Und da dann gesagt wird, eine gewisse Äquidistanz, na, die Amerikaner sind auch nicht besser, dann sage ich doch, die Amerikaner sind Wertepartner und lieber kooperieren wir mit Cisco oder einigen anderen Firmen aus diesem Bereich, als dass wir hier, wie soll ich sagen, im Rahmen der Äquidistanz Fehler machen. Viel wichtiger ist es aber, daraus zu lernen, dass wir, auch die Corona-Pandemie zeigt das ja, dass wir eine eigene Resilienz entwickeln und eine eigene Dateninfrastruktur auf der Basis vielleicht von Nokia und Ericsson, eine Datensicherheitsinfrastruktur entwickeln, sodass wir europäisch resilienter werden. Aber für den Übergang lieber mit den USA, als blauäugig mit China zu kooperieren. Ja, ich glaube, Sie haben gerade ein ganz wichtiges Stichwort gesagt. Tatsächlich, glaube ich, bewerten wir Partner wirklich falsch. Also ich sehe das genauso wie Sie. Mit Amerika zusammen ist deutlich besser, wie eben mit China beispielsweise, weil es doch noch nicht ideal datenschutzrelevant oder konform ist, wie wir es uns wünschen, aber wesentlich näher, als es in China tatsächlich ist. Insofern glaube ich auch, man muss auch so ein bisschen aufpassen, dass man nicht immer sagt, Amerika gleich schlecht. In Amerika tut sich nämlich dort auch einiges. Da sind einige Player auf dem Markt, die sich datenschutzkonform verhalten. Es gibt halt dort noch ein paar so Themen wie gesetzliche Grundlagen, die müssen einen zweiten Schlüssel generieren, die Administration hat mehr Einflussnahme, wenn Daten für die Datenherausgabe und so weiter. Aber insofern, glaube ich, haben Sie komplett recht. Ich würde mal kurz umlenken auf ein anderes Thema. Hackerangriffe, Cyberkriminalität. Ist ja momentan fast jeden Tag in der Tagespresse zu lesen. Die Bundesregierung wurde ja auch schon mal angegriffen, ein paar Tage her. Die Angela Merkel hat, glaube ich, auch mal als Handy, wurden Handydaten ausgelesen. Ist Ihnen dort auch schon mal was passiert? Eben als Mitglied des Bundestags sind Sie ja voll im Fokus, sind natürlich Angriffsziel Nummer eins. Insofern ist es nicht so einfach, sich dort sicherzustellen. Also es gibt nachgewiesen mehrere Angriffe auf den Bundestag, deren Ursprünge in Richtung Russland weisen. Und insgesamt waren im Fokus doch ein zweistelliger Bereich von Abgeordneten, wo wir es wissen, und bei Landtagsabgeordneten im dreistelligen Bereich. Das bedeutet also schon, dass sehr klar über Phishing-Mails oder auch über unmittelbares Hacking in den Bundestag hinein in die entsprechenden Daten der Abgeordneten eingegriffen wurde. Wir wissen nicht, was alles abgegriffen wurde. Die Gefahr, dass Kompromate entstehen durch Äußerungen, die dort drin sind oder Suchanfragen oder ähnliche Dinge, sind nicht von der Hand zu weisen. Deshalb hat die Bundesregierung eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die sich genau mit diesen Fragen beschäftigt. Generell Schutz der Bundesregierung, der Kommunikationsbeziehungen im Informationsverbund Bonn-Berlin. Das ist das eine. Aber eben auch in der Frage Eingriffe in den Bundestagswahlkampf. Das Gute an Deutschland, am deutschen Wahlsystem ist, dass wir keine Online-Abstimmungen haben und dass wir auch keine Wahlautomaten haben. Aber dafür sind eben die Frage von Erpressungsversuchen, von abgefischten Mails oder auch die Frage von hybriden Fehlinformationen, die dann erst aufwendig wieder korrigiert werden müssen. Deswegen werden die letzten 4 Wochen vor den Bundestagswahlen da besonders spannend sein. Aber die Bundesregierung hat eine Arbeitsgruppe eingerichtet und wir Abgeordneten wurden mehrfach wirklich gut sensibilisiert. Und ich glaube, jeder von uns trägt da auch sein eigenes Stück Verantwortung. Ja, man sieht ja schon auch nicht ganz witzig, wenn man so Recherchen oder auch Analysen betrachtet. Cambridge Analytica, die es jetzt nicht mehr gibt,
die den Wahlkampf in Amerika maßgeblich beeinflusst haben, oder eben auch den Brexit. Insofern ist es schon wichtig. Demokratie scheint ein bisschen in Gefahr zu sein durch digitale Medien. Ja, das ist auch ein Punkt, den wir Bürgerinnen und Bürger uns klar sein müssen, wenn wir Daten preisgeben in Instagram, in TikTok, die Jüngeren oder auf Facebook. Und hier kann man natürlich in Facebook kann man sehr genau Zielgruppen aussuchen, auch im Wahlkampf. Wobei jetzt gerade für den Wahlkampf Facebook hier Regeln getroffen hat, dass man nicht mehr zu selektiv vorgehen kann. Denn ich halte es auch für unglücklich, wenn man, ich sage jetzt mal, alle Familien auswählt, die in Einfamilienhäusern wohnen und kleine Kinder haben. Das ist jetzt in der Form nur machbar, wenn man angibt, was man genau bewirbt und sucht. Und das, glaube ich, schreckt dann auch viele Abgeordnete ab, so etwas zu machen, weil es dann ja tiefer blicken lässt in Wahlkampfanalysen und Strategien und Ähnlichem. Deswegen sage ich auch immer, sehr offen zu kommunizieren, die Werbung ehrlich zu machen, nicht nur auf Zielgruppen zu schauen, sondern als, ich sage jetzt mal, Abgeordnete und Abgeordneter für alle da zu sein und neben dem hybriden Bereich oder dem digitalen Bereich eben auch physisch präsent zu sein, auf Marktständen, auf Ortstouren und vielem mehr. Also das ist etwas, was ich mir als Leitziel auch nehme und auch mache, praktiziere. Ich habe über 9.800 Haustürbesuche seit 2016 im Wahlkreis gemacht. Natürlich auch Internet begleitet, aber das Wesentliche ist, vor Ort zu sein, um dann auch den Leuten ein gewisses Grundvertrauen zu geben, nach dem Motto, er ist ja auch da, er ist nicht nur im Netz sichtbar. Und das machen viele Abgeordnete so. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg, Vertrauen zu den Bürgerinnen und Bürgern zu schaffen. Trotzdem ist auch mein Appell an alle, die da zuschauen, geben Sie so wenig Daten wie möglich von sich preis. Sie können in Verhaltensmuster eingeordnet werden und dann werden Sie automatisch zur Zielgruppe für bestimmte Produkte. Ja, oder eben sehr bewusst, für was, oder für bewusst, wen gebe ich was preis. Ja, genau. Das kann man natürlich auch sehr gezielt machen. Ja. Das hat ja auch einen Vorteil, wenn man das bewusst dann einsetzt. Ja. Ich denke auch, man sollte sich nicht verschließen, die Mischung macht's, so agieren wir auch, aber man muss es eben bewusst machen und sich im Klaren sein, was ich tue und wo ich meine Daten verbreite. Ja, ich habe schon viel gewonnen, wenn der Spruch ist doch egal, die sollen doch wissen, was ich tue, wenn wir das aus den Köpfen bekommen würden. Ja. Das ist momentan immer noch Stand, dass viele genau so sich äußern und sagen, die sollen das, mir egal, ob die jetzt mich auslesen können mit meiner Smartwatch oder was auch immer. Und ich glaube, da gilt es wirklich anzusetzen. Schön, ein Wunsch von dir. Jetzt nochmal an Sie, wenn Sie zwei Wünsche frei hätten zum Thema Sicherheit oder auch Digitalisierung, das haben wir heute nicht ganz so intensiv gestreift, was würden Sie sich wünschen und von wem? Jetzt mal zum Schluss noch ein Wunsch. Ja, ich würde es zweiteilen. Mit Blick auf die Europäische Union wünsche ich mir die Vereinigten Staaten von Europa, wo die Europäer ihre Sicherheit selbst wahrnehmen und die Mitgliedsländer bestimmte Sicherheitsfragen an Europa geben im Vertrauen. Das ist aber Zukunftsmusik und ich weiß nicht, ob ich das noch erlebe mit wir meinen 58 Jahren. Aber innenpolitisch, und das ist ja das, was ganz entscheidend ist. Unsere Sicherheitsarchitektur muss in zwei Richtungen geändert werden. Zum einen brauchen wir eine bessere Koordinierung von, ich sag mal, der Auswertung von Megatrends, von bestimmten Szenarien, von internationalen Entwicklungen. Das kann ein aufgewerteter Bundessicherheitsrat machen, also quasi eine Art nationaler Sicherheitsrat, der das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik genauso einbindet wie das Bundesamt für Katastrophen- und Bevölkerungsschutz und die Dienste. Der zweite Aspekt aber, und das ist sehr, sehr naheliegend, aus meiner Sicht ist es falsch, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz kaum Zugriff auf die Länder hat. Wir haben 16 Landesämter für Verfassungsschutz, die unkoordiniert mehr oder weniger stark sind. Es gibt welche, die sind sehr stark und andere sind stark. Hier brauchen wir, glaube ich, ein Bundesamt, das die Länder integriert. Das sah man ja auch im Fall von Corona. Ich glaube, da kam es bei den Bürgern an, wie unterschiedlich jeder agiert eigentlich. Das ist ganz entscheidend. Und dann ist die generelle Frage, man kann Sicherheit nicht mehr zwischen innerer und äußerer trennen. Also wir glaube, wir brauchen keinen Auslandsnachrichtendienst und einen Inlandsnachrichtendienst, sondern wir brauchen einen Aufklärungsdienst, der beschafft, und einen Auswertedienst, der das auswertet. Und wo wir ein bisschen blind sind, Thema Cybersicherheit müssen wir intensivieren und die Frage von internationalen Finanzströmen. Also auch dort müssen wir technisch besser werden. Das sind die beiden Wünsche. Also sehr stark Bundessicherheitsrat und eine bessere Koordinierung der Nachrichtendienste.
Sehr schön. Das hört sich doch gut an. Wunderbar. Also genau. Da sind wir bei Ihnen. Wir würden uns auch noch ein paar Dinge wünschen, natürlich so als Startup. Geben Sie mir was mit? Ja, gerne, gerne. Also wir würden uns wirklich wünschen, das, was ich vorhin schon angesprochen habe, dass wir ein bisschen mehr unterstützt werden. Mehr Aufklärung von oben, aber auch mehr Druck. Also dass wirklich die Gesetze umgesetzt werden müssen im Sinne von nachgefragt. Dass die Unternehmen mehr liefern müssen. Ja, mehr liefern, genau. Und das passiert aber nur, wenn der Druck von oben kommt und wenn sie sich rechtfertigen müssen. Wenn sie, und wir sehen das halt immer, wenn wir in ein Unternehmen reingehen, ja, ist da noch nichts passiert und jetzt machen wir mal langsam und also da ist einfach noch nicht der Druck groß genug. Oder teilweise sogar noch ein bisschen in die Richtung, solange die Parlamente, solange die Städte, solange die Kommunen WhatsApp nutzen. Ja, ja genau. Da warum fängt's wir? Schon an. Also ja. Es genau. ist da immer auch eine Vorbildfunktion. Ja. Ich sag mal, der Gesetzgeber hat dann eigentlich auch eine gewisse Kraft, ich sag mal, in als Vorbild oder das eben auch als Nicht-Vorbild. Das macht dann die Sachen schon ein bisschen einfacher. Vielleicht noch eins, Wahlperiode. Es geht jetzt ja um 4 Jahre, die Weichen zu stellen. Was wäre denn Ihre Vision für Deutschland, Europa? Dass, ich sag mal, die Bundesbürgerinnen und Bundesbürger weiterhin sicher leben, dass sie Aussicht auf weitere wirtschaftliche Entwicklung haben, dass wir den Klimawandel mit wirtschaftlicher Innovation begleiten und nicht durch Verbote, sondern durch Anreize. Und dass wir auch staatlicherseits Anreize schaffen, den Klimawandel durch tolle neue Produkte so zu begleiten, dass andere Länder sagen, boah, klasse, die Deutschen steigen fast zeitgleich aus Kernkraft und Kohlekraft aus und schaffen es, die Energiewende hinzubekommen. Wenn uns das nicht gelingt, verlieren wir dermaßen an Glaubwürdigkeit. Und deshalb sollten wir in unserer Bevölkerung ein positives Klima mit Blick auf den, im wahrsten Sinne des Wortes, positives Klima, mit Blick auf die technische, wirtschaftliche und auch emotionale Bewältigung des Klimawandels schaffen. Das ist mein Wunsch. Sehr schön. Gut, Herr Kiesewetter. Es gäbe noch viele Fragen, viele Diskussionsansätze. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, genau. Ich glaube auch, wir können noch ewig weitermachen zu diesem Thema. Vielleicht machen wir mal noch mal eine Sendung dann in der nächsten Wahlperiode. Also wir drücken auf jeden Fall die Daumen und stehen voll hinter Ihnen. Wir haben uns ja schon so oft unterhalten und super Austausch, immer sehr konstruktiv. Finde ich klasse. Vielen lieben Dank an euch, dass ihr zugehört habt. Und wenn es noch Fragen gibt, dann sind wir sicher auch in den Kommentaren dann da, um das alles zu beantworten. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und bis bald.